In einem der letzten Videos habe ich euch ja gezeigt, wie ihr mit Hilfe von Licht und Farbe den Style von jedem Fotografen kopieren könnt. Was ist jetzt aber, wenn ich keine Vorlage habe, wenn ich vielleicht recht neu in Lightroom bin und wenn ich grundsätzlich noch nicht so fit im Bereich Bildbearbeitung bin? Gibt es da nicht irgendeine Regel, der man folgen kann, wie man Bilder richtig bearbeitet? Also richtig? Ja, die gibt's. Also beziehungsweise kann man das Ganze eigentlich ganz gut runterbrechen auf 5 plus 1 Steps, also 6 Schritte, die ihr immer machen könnt, um eure Bilder zu bearbeiten. Und darum geht es heute in diesem Video. Schritt 1 ist nämlich die Belichtung anpassen. Und dazu nehmen wir uns mal dieses Bild her, beziehungsweise diese Belichtungsreihe, und die fügen wir erstmal zu einem HDR zusammen. Zusammenfügen von Fotos, HDR, und dann bekommen wir daraus dieses Foto, welches alle Informationen von den anderen 5 Fotos enthält, in einem zusammengepackt. Also einfach mehr Dynamikumfang, weil wir doch eine Szene haben, die vorne recht dunkel und hinten recht hell ist. Im ersten Step, das hat jetzt erstmal nichts mit der Anleitung zu tun, würde ich mir das nochmal zuschneiden, dass die Ränder wechseln und noch ein bisschen ausrichten. Okay. Also das ist das Ausgangsbild und wir fangen an, wie gerade erwähnt, mit der Belichtung. Und bei der Belichtung haben wir jetzt, ja gut, ein paar Hürden, weil wir relativ viele unterschiedlich belichtete Bereiche haben. Die Belichtung können wir mal auf ja, plus 0,1 ungefähr stellen. Das passt vom Histogramm her, sieht es noch ganz gut aus. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass zum Beispiel der Vordergrund viel zu dunkel ist. Und dazu können wir uns aber einfach so einen Verlaufsfilter nehmen. Den ziehen wir hier mal hoch. Ungefähr so. Und setzen den erstmal zurück. Und stellen bei dem Verlaufsfilter ein, die Lichter minus 45, 44. Die Tiefen hoch, plus 81, dann können wir mit den Lichtern wieder noch ein bisschen runter. Also das Ganze ist so ein bisschen hin und her, also nur weil ihr den einen Step irgendwie jetzt die Belichtung abgeschlossen habt, dann könnt ihr nicht sagen, das ist jetzt fertig, da muss ich nicht mehr ran, sondern ihr müsst immer schon noch korrigieren, wenn ihr einen neuen Step macht, ob die alten Anpassungen entsprechend noch stimmen. Genau, also minus 85 ungefähr. So, dann haben wir den Vordergrund schon mal richtig belichtet. Das Histogramm sieht auch schon besser aus. Und dann haben wir hier noch einen dunklen Baum. Den maskieren wir uns mit der Pinselspitze. Und dazu wählen wir hier automatisch maskieren aus. Das ist wichtig. Und eine Pinselspitze, ja, ungefähr die Größe. Und da wählen wir uns jetzt einfach mal. Versuchen das so gut wie möglich zu machen, auch wenn Lightroom da nicht ganz so präzise ist wie Photoshop bzw. andere Maskierungsmethoden in Photoshop. Aber wir versuchen einfach mal, das möglichst gut zu machen. Es ist jetzt auch schön, dass ich so eine crazy Voreinstellung noch drin habe, denn die macht es mir einfach zu sehen, was ich maskiert habe. So, ja, das war jetzt zu viel. Wenn ihr zu viel erwischt habt, dann könnt ihr die Alt-Taste drücken und hier wieder was wegmalen. Okay. Ungefähr so. Und dann setzen wir den zurück, weil so sieht es natürlich echt wild aus. Und hier kann jetzt die Belichtung gut nach oben. Sagen wir mal 1,65. 1,65, ja, okay. Die Tiefen sind ja immer noch da. Plus 68, sowas. Und die Lichter ziehen wir runter auf minus 34. Jetzt sehe ich hier, dass ich da was nicht erwischt habe. Und den Stamm hier nehme ich wieder raus. So, okay.
Okay, so ungefähr. Ja, gut. Belichtungstechnisch würde ich jetzt mal sagen, passt das grob. Wir können hier noch Weiß und Schwarz auch anpassen. Schwarz auf minus 20, Weiß plus 17, 18, irgend sowas. Hier oben sehe ich gerade, kann man noch ein bisschen zurück. Okay. So belichtungstechnisch sieht das jetzt alles erstmal okay aus. Auch wenn das Bild dadurch jetzt erstmal nicht besser geworden ist. Mir geht es nur um die Belichtung. So, Step 1 ist gemacht, die Belichtung ist angepasst. Ich gebe zu, es sieht noch nicht wirklich besser aus, aber wir sind ja auch noch lange nicht fertig. Aus dem Grund, Schritt 2 ist jetzt der Kontrast in dem Bild und den passen wir jetzt an mit verschiedenen Tools. Für den Kontrast haben wir hier natürlich zum einen mal den Kontrastregler. Da würde ich jetzt mal im Vordergrund auf minus 10 gehen. Dann sieht man hier ein bisschen weniger Kontrast, das ist ganz gut. Und zum Zweiten haben wir hier die Gradationskurve, mit der wir den Kontrast auch anpassen können. Und da setze ich mir immer gerne auf diese Schnittpunkte 3 Punkte. Und dann gehe ich hier einfach mal nach oben. Plus 24 ungefähr. Und das ziehen wir etwas runter. Siebenunddreißig, 38, sowas. Dann sieht das ganz gut aus. Der Rest kann eigentlich so bleiben. So, jetzt ist der Kontrast hier unten eigentlich mal geklärt. Dann gehen wir mal hier rein, wählen uns hier den Punkt aus, also diesen Punkt, und ziehen den Kontrast etwas nach oben. Ungefähr so. 53. Ist ungefähr gut. Zweiter Step durch, Kontrast und Belichtung. Wir haben ein bisschen gewonnen, aber man sieht immer noch nicht, dass das Bild wirklich besser ist. Aber wir fokussieren uns ja tatsächlich auf die Teilbereiche. Kontrast, Belichtung passt jetzt erstmal. Im dritten Schritt kümmern wir uns um den Weißabgleich. Für den Weißabgleich gibt es eigentlich ein Werkzeug und das ist hier das erste in den Grundeinstellungen, ist das Weißabgleichswerkzeug. Und das steht auf 5600 und plus 13. 5600 ist schon eher kalt. Ich will das Ganze ein bisschen wärmer haben. Deshalb gehen wir jetzt mal hier hoch auf 6200. Und plus 13 ist auch sehr magenta. Da wir aber viel Grün im Bild haben, gehen wir hier mal runter auf minus 4. Das betont die Grüntöne ein bisschen mehr. Im dritten Schritt haben wir jetzt also den Weißabgleich gesetzt. Das ganze Bild ist dadurch ein bisschen wärmer und die Grüntöne sind ein bisschen grüner geworden. Um die eigentliche Farbgebung des Bildes kümmern wir uns jetzt im vierten Schritt. Also Farbe ist Part 4. Und dazu gibt es, wenn ihr das andere Video, über das wir vorhin gesprochen haben, schon gesehen habt, dafür gibt es mehrere Tools und wir werden fast alle benutzen. Im ersten Schritt gibt es hier natürlich für Farbe Dynamik und Sättigung. Und mit der Dynamik können wir gleich mal so auf 20 nach oben. Im nächsten Schritt würde ich sagen, gehen wir zu hier HSL und Farbe. Rottöne, die können wir mal unangetastet lassen. Orangetöne, also die verschieben wir ein bisschen in die Gelbrichtung und gehen von der Luminanz etwas nach unten. Ja, das kann tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr. Ungefähr so. Die Gelbtöne, die verschieben wir jetzt in die Orange-Richtung, weil wir das Ganze ein bisschen wärmer haben wollen. Also so minus 40, glaube ich, ist okay. Und dann kann das Ganze natürlich Sättigung bekommen, plus 40. Die Luminanz darf auch da etwas nach oben gehen, plus 30. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Grüntöne verschieben wir ebenfalls etwas in den Gelbbereich, dass das Ganze etwas wärmer wird. Ja, so ungefähr minus 35 vielleicht. Auch hier Sättigung darf gerne dazukommen. Und Luminanz. Auch da würde ich sagen,
Grüntöne dürfen etwas heller sein. So, okay. Aquamarin für Himmel. Also Aquamarin und Blau sind dann für den Himmel. Aquamarin machen wir in Richtung Blauton. Sättigung. Naja, man sieht kaum einen Unterschied, ne? Luminanz können wir gerne so auf minus 90 machen. Genauso bei den Blautönen. Da machen wir die Luminanz auch gleich mal auf minus 90. Die Sättigung. Auch minus 90, ja. Den Farbton schieben wir mal auf 20, ungefähr so. Jetzt muss ich noch mal hier nachkorrigieren. Den Stamm muss ich etwas heller machen. Der ist mir da noch zu störend und da muss ich einfach ein bisschen aufhellen, dass der Übergang schön sauber ist. Muss man hier ein bisschen Feinjustage machen. Okay, so sieht es gut aus. So ist es schön. Ja. Okay, dann nächster Step. Farblich, der nächste Teilbereich der Farbe ist das Color Grading Tool. Und zwar gehen wir hier in den Schatten, mit den Schatten in so ein Blau. Schauen wir mal, wenn wir das auf 100% setzen, dann sieht man die Auswirkung enorm. Das ist ein schönes Blau, aber die Sättigung machen wir so auf 15. 15 ist immer gut. 10, 5, zwischen 10 und 15 ist immer sehr subtil. Das kann man auf jeden Fall machen. Und auch in den Lichtern nehmen wir wieder die 210 und geben nur so einen ganz kleinen Ticken an Farbe dazu, 5%. Genau. Und im letzten Step, also im letzten Schritt der Farbkorrektur, gehen wir hier in die Kalibrierung und als erstes gehen wir mal hier mit der Tonung ein bisschen in den Grünbereich, dass die Grüntöne hier schöner rüberkommen. Dann kann man hier den Anfasser mal anpacken und wenn ich das nach rechts ziehe, dann wird das wieder schön warm. Das sieht man sehr schön. Da kann man also so auf 90, das ist tatsächlich gut. Und bei den Grüntönen gehen wir hier auf ja, 27, aber nehmen Sättigung raus. So, ja, so gefällt mir das ganz gut. Und bei den Blautönen, die können wir etwas verschieben. Das sieht man, also wenn man immer hier dran schiebt, dann an dem Regler einfach mal in beide Endstellungen, dann sieht man, was besser zum Bild passt. Und tatsächlich ist es der Bereich, also so minus 50. Minus 50. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Okay, Belichtung, Kontrast, den Weißabgleich und die Farbe haben wir jetzt. Was fehlt noch? Schärfe und Details. Das machen wir jetzt. Da auch dazu gibt es mehrere Werkzeuge. Man kann nachschärfen und mit der Struktur, also mit Struktur und Klarheit, kann man tatsächlich in Lightroom auch noch einiges rausholen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Genau, also zum einen haben wir hier Struktur und Klarheit. Und wenn ich da an den Reglern drehe, seht ihr, dass da ordentlich was passiert. Und natürlich schiebt man das nicht immer auf 100%. Das ist viel zu viel. Aber so 20% sind eigentlich ganz gut. Wir können jetzt auch hier gibt es noch den Reiter Details, wie es auch so schön heißt. Ne? Wenn wir, also hier können wir noch nachschärfen und wenn wir die Alt-Taste gedrückt halten und ziehen hier die Maskierung nach oben, dann sehen wir weiß und schwarz. Und alles, was weiß ist, wird nachgeschärft und alles, was schwarz ist, nicht. Und da können wir dann auch noch mal etwas schärfen, dass das Ganze ein bisschen schärfer wird eben. Und in dem Baum selbst hätte ich jetzt auch gern noch etwas mehr Klarheit vielleicht. 30, ja. So sieht es gut aus. Jetzt kann man hier noch mal gucken. Also jetzt, wie gesagt, muss man dann immer noch mal nachkorrigieren, logischerweise. Mit der Sättigung etwas nach oben. 10%, na, obwohl, nee, das ist okay so. Okay, und jetzt kann man gucken. Also
Oben passt es. Ich finde, bis hierher sieht es ganz gut aus. Hier vorne ist es mir tatsächlich noch zu dunkel. Da können wir jetzt nochmal in den Verlaufsfilter reingehen, klicken auf diesen Punkt und ziehen uns die Belichtung etwas nach oben. Okay, ungefähr so. Und jetzt gefällt mir das tatsächlich sehr gut. Das sind also die fünf essentiellen Steps, die jede Bildbearbeitung enthalten soll. Jetzt könnten wir an der Stelle Schluss machen. Viel besser ist es aber, wenn wir jetzt noch ein paar kleine, aber feine Anpassungen mit Photoshop bzw. der Nik Collection machen, weil dann werdet ihr nochmal einen krassen Unterschied sehen zu dem jetzigen Bild. Und dazu öffnen wir das Bild einfach mal in Photoshop. Dazu klicken wir einfach hier drauf und gehen dann auf Bearbeiten in Adobe Photoshop. Und dann haben wir das Bild hier in Photoshop geöffnet. Und was wir jetzt machen, ist einfach, wir gehen einfach auf Filter, Nik Collection, Color Effects Pro. Also dieses Geld für die Nik Collection ist tatsächlich sehr gut investiert, weil es einem einfach sehr viel Arbeit abnimmt. Und die Nik Collection ist wirklich, also ich benutze die bei fast jeder Bildbearbeitung. Wer da Interesse dran hat, ich verlinke euch das gerne unten in der Videobeschreibung. Genau, also das ist jetzt quasi die Oberfläche von Color Effects. Und im ersten Schritt mache ich immer gerne den Pro Contrast, den setzen wir einfach mal auf 25 und dann sieht man schon, hat man so einen Mikrokontrast, also vor allem vorne bei den Gräsern sieht man es ganz gut. Die Vignettierung kommt auch noch mal ganz gut raus, was in dem Fall tatsächlich dem Ganzen sehr zuträglich ist. Dann klicken wir auf Hinzufügen, um weitere Filter hinzuzufügen. Gehen dann auf Darken Light and Center. Das ist also ein Filter, der quasi die Mitte etwas aufhält, während er eine Vignettierung an der Seite hinzufügt. Das finde ich ein bisschen stark. Helligkeit am Rand machen wir mal auf 30. Das finde ich besser. Dann gehen wir auf Hinzufügen und wählen uns den Skylight-Filter. Der macht das Ganze ein bisschen wärmer. In dem Fall etwas zu warm. Dann gehen wir so auf 10. 10 finde ich gut. Hinzufügen, Brilliance and Warmth. Und dann kann man hier perzeptive Sättigung mal auf 10 stellen. Okay. Und im letzten Schritt können wir uns nochmal angucken, was der Detail Extractor macht. Der ist manchmal etwas drüber, aber manchmal passt er auch ganz gut. Es lohnt sich also, da einen Blick drauf zu werfen. Ja, da kriegt man nochmal ein bisschen Detail raus. Finde ich ganz gut. Okay, klicken wir auf OK. Dann dauert es eine Weile, bis der Filter angewendet wird. Und was dann dabei rauskommt, ist dieses Bild. Jetzt kann man nochmal sehen. Vorher und nachher. Da hat sich also die Sättigung deutlich verändert. Nochmal vorher sieht man, dass hier relativ ja, blass ist. Und wenn man hier draufklickt, dann sieht man, dass sich da auch Farbe nochmal deutlich verstärkt hat. Okay. Soweit, so gut. Jetzt gehen wir hier nochmal drauf. Filter, Nik Collection, Color Effects Pro 4. Jetzt gibt es einen kleinen Trick, den ich in dieser Serie von Raw zu Yeah eigentlich immer mache. Und wer dem Channel schon länger folgt, der kennt es sicherlich. Ist ein ziemlich cooler Trick. Ist ja so eine Art Orden-Effekt. Und zwar gehen wir dazu auf Classical Soft Focus und gehen hier auf Methode Diffusion Number 3 und setzen die Stärke auf plus 75. Und das ist so eine Art Orten-Effekt, das fügt also so einen Glow hinzu und das sieht echt ziemlich cool aus. Allerdings sagen jetzt wahrscheinlich einige von euch, boah, jetzt ist ja alles weich gezeichnet, völlig zu Recht, denn so würde ich es jetzt auch nicht lassen, so finde ich es nicht gut. Also das ist vorher und nachher. Also es ist zwar dieser Glow da, aber auch an den Teilen, die irgendwie scharf sein sollen etc. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Dazu probieren wir jetzt mal aus, hier über die Kanäle zu gehen. Wenn ich mit gehaltener Command- bzw. Steuerungstaste auf den RGB-Kanal klicke, dann kriege ich eine Auswahl der Lichter, also der hellen Bereiche.
Dauert jetzt verhältnismäßig lang, okay. Aus denen mache ich mir jetzt eine Maske, hier unten auf Ebenenmaske hinzufügen. Und diese, auf die klicke ich jetzt und dann invertiere ich die mit Command bzw. Steuerung I. Und dann dreht sich diese Maske um. So, jetzt ist der Baum immer noch weich gezeichnet. Hier vorne sieht es ganz gut aus. Das gefällt mir jetzt tatsächlich sehr gut. Aber der Baum ist mir noch zu weich gezeichnet. Jetzt kann ich einfach auf die Maske gehen und mit hier schwarzer Vordergrundfarbe, mit dem Shortcut X, wechselt ihr übrigens die Farben hier. Also schwarze Vordergrundfarbe und ein Pinselwerkzeug in entsprechender Größe. Weiches Pinselwerkzeug, nicht zu groß, nicht zu klein. Und dann kann ich hier drin rummalen und hole mir die ganzen Details zurück. Und das Ganze eben nur im Baum und nur an den Stellen, wo ich es auch brauche. Okay, jetzt können wir nochmal gucken, was wir aus Lightroom bekommen haben. Das ist nämlich dieses Bild hier. Und nach dem Anwenden der Nick Collection, also diese zwei Filter, sind wir hier. Einen Trick jetzt noch am Schluss, vielleicht aus meinem letzten Video. Wir können uns eine neue Korrekturebene anlegen, Korrekturen, selektive Farbkorrektur und wählen uns dann hier die Vorgabe Natural Color Boost aus. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, auch das verlinke ich euch gerne. In dem Fall ist es mir etwas zu stark und wir setzen das so auf. Ja, 50 ist immer noch zu viel, auf 30%. Und dann sind wir eigentlich fertig, dann können wir das Ganze noch fürs Web nachschärfen und dann sind wir mit diesem Bild tatsächlich fertig. Ihr habt jetzt also gesehen, dass es doch relativ viel Arbeit ist, aber wenn ihr diesen Schritten folgt, dann kommt ihr eigentlich immer zu einem guten Ergebnis. Wichtig ist, dass ihr dabei immer kontrolliert, ob der Schritt, den ihr soeben gemacht habt, zu euren vorherigen Schritten passt und entsprechend dort unter Umständen nachkorrigiert. Es war jetzt eine sehr lange Folge von Raw zu Yeah, aber hier nochmal das Bild, mit dem wir gestartet sind. Das ist also die RAW-Datei, also die Belichtungsreihe, das DNG-File, das wir erzeugt haben. Dann sind wir zu diesem Bild gekommen in Lightroom mit den Anpassungen von Belichtung, Kontrast, Farbe, Weißabgleich und den Details. Und dann zu diesem Endergebnis mit Hilfe von Photoshop und der Nick Collection. Ich hoffe, ihr konntet was lernen, wenn ihr es denn bis hierher geschafft habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und bei Fragen, Wünschen und Anregungen schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich über ein Channel-Abo freuen. Es hilft mir weiter, solche Videos machen zu können und diesen Channel einfach weiter nach vorne zu bringen. Also bitte hier unten irgendwo diesen Abo-Button klicken. Tut auch nicht weh. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Schön, dass du diese lange Zeit durchgehalten hast. Und wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video. Wenn du Lust hast, würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.